Am vergangenen Wochenende fand der Breisacher Weihnachtsmarkt statt. Dieses Jahr wurden die Stände um den zentralen Weihnachtsbaum herum auf dem Marktplatz angeordnet. Der Markt wurde traditionell um 16 Uhr durch den Bürgermeister Oliver Rhein eröffnet. Sehr geehrte Damen, meine sehr geehrten Herren, darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem traditionellen Weihnachtsmarkt zum Breisach am Rhein. Und traditionell wird unser Weihnachtsmarkt eröffnet von den Kindern, vom Kinderchor, von unserem Münsterchor. Also herzlichen Dank, das macht ihr jedes Mal ganz toll, und von den Turmbläsern. Herzlichen Dank den Kindern und den Turmbläsern. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf ein paar wenige namentlich begrüßen, natürlich den Nikolaus und den Knecht Ruprecht, die zu uns stoßen. Es freut mich ganz, ganz besonders, dass heute beide Partnerstädte bei uns sind. St. Louis vertreten durch die stellvertretende Bürgermeisterin Madame Straumann. Bienvenue à Breisach am Rhein, votre ville jubilée et une grand. Bienvenue à Monsieur Alvarez et son équipe de Neuf-Brisach. Der Bürgermeister aus Neuf-Brisach ist auch bei uns. Immer wieder geht ein Jahr schnell vorbei und jetzt ist Breisach wieder adventlich geschmückt. Wir haben Tannenbäume in die Stadt gebracht, wir haben eine neue Lichterkette und auch der Weihnachtsbaum wird in neuem Glanz erstrahlen. Lassen Sie sich dann nachher überraschen. Und auch die Anordnung hier ist anders gemacht worden wie in den Vorjahren. Ich hoffe, es gefällt Ihnen und ich hoffe, Sie können dann unseren Weihnachtsmarkt auch genießen. In diesem Sinne, Ihnen allen einen schönen Adventsmarkt in Breisach am Rhein und morgen einen schönen ersten Advent. Herzlich willkommen. An über 30 Ständen gab es Kunsthandwerk, Selbstgebasteltes und Leckereien. Das Rahmenprogramm wurde durch Auftritte der Jugendmusikschule und Straßenkünstlern gestaltet.